Mahlzeit. Ah, danke für den Follow, Shuri. Ja. Wer von euch hat dann schon ein bisschen Erfahrung von Motec oder mit Motec gemacht? Also ein paar weiß ich. Von ERC zumindest die Leute. Mahlzeit, Christoph. Ich schalte mal um zum Motec erstmal. Das ist das Standardding von Kunos. Hier ist nicht viel zu sehen irgendwie. Das ist mehr zum Vergleichen die Seite. Hier sieht's, hier hast du eigentlich noch Gelat und Gelong. Also Querbeschleunigung und Längsbeschleunigung. Ein bisschen Wheel Speed. Untersteuern, übersteuern. Schaltpunkte, ja. Suspension Travel. Das ist so ein Standardprogramm. So, mache ich mal meins auf. Mal die dazu und von gestern. Aha, erstmal die. Ja. Im Prinzip fährt man ja, sag ich mal, mit dem Auto raus und dreht erstmal so 5-6 Runden, um dann festzustellen, dass man eigentlich nur im Bumpstop fährt. Dann guckt man nach Motec in den Suspension Travel und stellt das hier unten fest, was hier eigentlich nur Rot und Gelb ist. Und halt hier. Und der Suspension Travel ist völlig begrenzt vorne. Das ist vorne. Der ist dann völlig begrenzt. Das ist jetzt wie bei Sandford nicht so extrem. Die aktuellen Werte, die hier eingelesen sind, also die auch hinterlegt sind gerade, sind für Nürburgring. Deswegen passt das hier nicht alles so, was man hier sieht. Also als Tipp ist, wenn man ein Auto fährt, was man eigentlich gar nicht kennt, oder von mir aus auch, was man eigentlich grundsätzlich fährt, iPixel, nehmt den Bumpstop erstmal ein bisschen raus vorne, 12 oder 13 und nicht auf 1 oder 2, weil die Suspension muss erstmal arbeiten, damit ihr auch was lesen könnt. Hallo? Pixel-Theater. Was? Nee, Theater. Ja, dann könnt ihr eigentlich erstmal euch die Luftdrücke erfahren und erst dann wirklich sagen, was, wo. Ach ja, Marcel, stimmt. Könnt ihr erst wirklich was richtig rauslesen. Das Ding ist, um irgendwas rauszulesen, muss man was eingeben in diese ganze Geschichte hier. Dafür geht man im Prinzip hierher. Und wenn ihr auf Fahren drückt, werdet ihr ja abgesetzt von den Stempeln auf die Räder. Und das ist mehr oder weniger die Motion Ratio, oder das Suspension Travel, der beim Absetzen dann entsteht, wenn das Auto steht. Also, ihr müsst eure Höhe dann neu eingeben. Also für Doppelklick könnt ihr euch sowas aufziehen. Ihr müsst euch eure Runde anklicken, wo ihr startet seid aus der Box. Und dann stehe ich meistens und zähle bis 5, bevor ich überhaupt losfahre. Ja. Hab hier einen Lenkrad drin, um zu sehen, dass sich's nicht bewegt. Also ich fasse das Lenkrad dann auch nicht an. Und hier sehen wir, dass die Bremse noch an war. Wir waren zwar schon abgesetzt, aber noch nicht
Nicht, keine Eingabe, null. So, dann sehen wir hier, dass wir dann losgefahren sind. Also muss das hier irgendwo sein. Hier die 54. Die bewegt sich hier länger nicht. Das ist für mich der Punkt, wo ich dann sage, alles klar, das sind die Zahlen, die ich eingeben muss. Diese Zahlen muss ich eingeben. Dafür klickt man einfach auf Mathematik. Konstante Setup. So. Vorab, hier sind Werte hinterlegt, bevor wir jetzt hier zu den Sachen kommen. Das sind die Klicks, die ihr im AAB habt. Also Anti-Räuber oder Stabi. Die müsst ihr anpassen, die Zahlen. Diese nicht und diese nicht. Da müsst ihr gucken, wie viele Klicks habt ihr überhaupt maximal im Setup. Vorne, hinten. Eingeben. Also einfach Doppelklick machen, die 8 auf eine 10 ändern oder auf eine 6 oder auf eine 40 oder was auch immer. Dann könnt ihr hier die Kämmer eingeben. Der COG, das ist der Center of Gravity. Das ist im Prinzip die Gewichtsverteilung vom Auto. Das ist jetzt hier alles eingeben für ein Bentley. Es gibt eine Textdatei, die ich mal... Augenblick. Natürlich der falsche Bildschirm. Die ist in der Readme mit drin. Die müsst ihr bloß aufmachen. Sieht dann so aus. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja. Hier sind eure COGs, die ihr hier eingeben müsst. Das wäre das nächste. Aus dieser Readme, die... Wie heißt sie? IDTH. Nicht schlimm. Und dann gebt ihr hier eure Spur, das ist die Spurbreite. Und das sind die Reifendurchmesser. Die müsst ihr auch mit angeben. Am besten immer einmal durcharbeiten, was aus der Readme rauskommt. Ich hoffe, ihr wisst alle euren Steering Lock. Steer Ratio aus dem Setup. Die Reifenbreite braucht ihr nicht verändern eigentlich. Die sollte relativ gleich sein. Außer ihr habt vorne einen anderen. Das ist die Spurbreite und die Wheelbase. Wheelbase habe ich hier noch mit eingepflegt. Ja. Ich wollte die Liste nicht so lang machen, deswegen habe ich dann eine Readme gemacht. Wisst ihr, BMW gibt da dann 2900 ein hier. Hier. Einfach Doppelklick wieder 2900 eingeben. Fertig. Das haben wir. So, Setup-mäßig. Fahrzeughöhe vorne. Eingeben. Doppelklick. Hinten. Eingeben. Jetzt kommt die Motion Ratio. Ja. Ist dann links vorne, also vorne links, Doppelklick, eingeben. Und einen Punkt schreiben, kein Komma. Ja, das müsste, nee, 175, glaube ich, waren das. Also das sind keine Tausende eingeben vom, wenn ihr jetzt zum Beispiel, was gibt's auch, 164.500 Newtonmeter oder sowas. Einfach 164.5 eingeben bei den Zahlen. Kein Komma. Einfach dann einen Punkt schreiben. Das ist richtig. Das war auch richtig. Haben wir was vergessen? Nö. So, wir haben jetzt hier, es ist jetzt weggegangen, weil sich jetzt neu errechnet. Drücken wir auf Close und damit haben wir 55,74. Statische Höhe, weil ihr seid nicht gefahren. Und erst jetzt habt ihr die richtige Höhe vom Auto im Graphen. Und jetzt geht das erst los.
So sieht zum Beispiel der Graf jetzt aus von der Höhe her, wenn ihr eine normale eine Runde fahrt. Hier ist ein blauer Strich drin, ne? Das ist so meine ungefähre Höhe, dass ich da eigentlich nicht runterkommen will. Wenn wir schon mal hier sind, Suspension Travel. Die Spitzen, die nach oben gehen, heißt Kompression und die nach unten gehen, Dekomprimierung. Was haben wir noch? Ja, Bumpstops. Ist bloß ein grober Überblick hier. Um zum Einstellen oder Vorbereiten. So, hier können wir uns nochmal raussuchen. Schaltpunkte hier unten. Dass wir den besten Schaltpunkt finden. Ja, ich brauche die Seite nicht hier. Ja, Nils, hier muss man jedes Mal neu eingehen, wenn du rausfährst. Solltest du jedenfalls machen. Pixel, du meinst, diesen blauen Strich verschieben? Danke für den Abo. Den Strich, den verschiebst du dir mit, weil er hier drin ist, Ride Heights. Machst du hier Gruppe 4, Doppelklick und dann kannst du den hier, das sind 13 mm. Dann kannst du dir den verschieben auf 25 oder 20 mm. Na, die Höhe hast du doch schon eingegeben. Hier. Hier hast du den, hier hast du das eingegeben. Deine statische Höhe, die du im Setup eingestellt hast. Also deine eigentliche Fahrhöhe ist das ja. 55, 74 wäre es jetzt bei mir, was ich im Setup drin habe. Deswegen hast du vorher, ja hier. Doppelklick. Das ist immer ein Indiz dafür, dass du aus der Box abgesetzt wirst. Ja, und dann guckst du hier. 54 haben wir wieder. Und da ich die Zahlen schon eingegeben habe. Ja, das ist hier. Die habe ich für mich festgelegt, die ich nicht unterschreiten will. Ich lasse meinem Auto ein bisschen Platz unten. Weil, ich sag mal als Beispiel, der Bentley kann 54 tiefste Einstellung fahren. Es macht wirklich nur auf glatten Strecken Sinn. Jetzt kann man selber überlegen, wie viele glatte Strecken haben wir denn? Ja, mir fällt keiner ein. Moin, Tobi. Spa? Nein. Eau Rouge? Wenn du da auf 54 fährst, liegst du einmal auf. Nicht, dass du liegst so oder so auf, aber du bremst dann aber auch extrem ab. Monster ist nicht glatt, Pixel. Monster ist nicht glatt. Ich kann mal gucken, ob ich Monster finde. Habe ich die hier drin? Ja, habe ich. Wo war's? Da. So, das ist Monster. Nick, danke für den Follow. Moin, Schlaubi. Misano. Na, da habe ich jetzt natürlich keine da. Misano. Ja, Misano könnte ein bisschen glatter sein. Aber dafür räuberst du halt viel auf Curbs rum. Also ich mit dem Bentley zumindest.
Donington, weiß ich nicht. Ja, Donington könnte vielleicht auch noch gehen. Könnte man auch mal nachgucken. Habe ich Donington drinne? Ja. Nee, Donington auch nicht. Ist aber nicht so schlimm, also. Die Frage war immer noch, woran ich es festlege. Also, du kannst zum Beispiel. Nein, du brauchst keine Excel mehr. Im Prinzip kannst du dir, wenn du, sag ich mal, 5 Runden gefahren bist und du eben nicht genau weißt, ist es zu tief, kannst du erstmal gucken im Suspension Travel, ob du unter dem blauen Strich kommst oder annähernd ran. Also hier zum Beispiel haben wir vorne 33,5, sag ich mal, Millimeter und hinten sind wir bei 38 bis was, 47, auch ist eine Kurve, oder? Okay. Ja, ist in dem Bereich zumindest. Du kannst auf jeden Fall sicher sein, dass du nicht zu oft aufliegst und du gibst deinem Dämpfer ja auch immer noch die Chance zu arbeiten. Los mal. Warte mal, war das 35? Nein, 34. Von Lab 3. Mit Shift hier oben könnt ihr dann so aufziehen. Shift gedrückt halten und klicken. Nur mal so. Das sind die Dämpfer für Nürburgring. Und das sind die FFTs dazu. Mache ich aber gleich nachher nochmal. Also wie gesagt, ich lege das anhand von einem Replay fest, ob ich zu tief bin und gucke dann demzufolge hier, ob ich, naja, könnte vielleicht noch ein bisschen angepasst werden oder so. Kann man immer noch ausprobieren. Die Chance ist immer da. Hi David. Oder Klausi. Ja, was haben wir noch? Also ihr seid jetzt rausgefahren, habt den Bumpstop ein bisschen rausgenommen, sind wir auf 13 vorne und hinten sowieso, ist ja meistens raus. Dann wird es hier unten ein bisschen weniger und die Suspension kann arbeiten. Die Suspension, wie viel? Ich habe jetzt Suspension-Note geschrieben, aber eigentlich ist das kompletter Tire-Load. Ihr müsst halt wissen, habe ich das schon wieder zugemacht? Bild. Als Beispiel, Bentley hat ein COG und ein Center of Gravity von 48%. Bedeutet 48% vorne. Nach vorne geschoben. Von der Mitte. BMW oder, nee, sagen wir mal Ferrari. Hat vom Mittelpunkt vom Auto 53,5%. Ist also weiter hinten von der Mitte aus gesehen. Was haben wir noch? 56 hier, Huracan. Völlig hecklastig die Sau. Honda. Porsche. 58% ab Mittelpunkt, also nicht ab Mittelpunkt, aber 58% nach hinten gesehen dann. Ja. Bentley hat halt 48. Bedeutet, Suspension Load vorn hinten müsste dann ein COG ergeben von 48%. Statisch weiß ich jetzt nicht, was er mir da gibt. Muss ich mal gucken. Aber da wird wohl das nicht ganz so stimmen. Dahin. Doch, stimmt. COG hier bedeutet 52%
ist schon hinten. Also, soll ich das erklären? Das ist hinten nach hinten gerechnet, dieser Wert hier. 48 habe ich ja vorne. Und ich habe in dieser Rechnung halt hinten drinne. So, wenn man jetzt wissen will und die ganzen Daten eingegeben hat, gucke ich mir erstmal die Runde an im COG. Als Beispiel erstmal. Moment, machen wir mal anders. Gucke ich mir an, wo die schnellste Stelle ist. Die ist hier. Hier. Ziehe mir das wieder auf und dann sehe ich hier einen Mittelwert, der für mich erstmal interessant ist, um erstmal eine Richtung zu kriegen. Der COG im Stand ist ja bei 48, macht dann irgendwie mit 7,6% mehr nach hinten. Weil Magic Number und so. Magic Number ist noch eine andere Nummer. Wenn die kleiner wird, die Zahl, also der Bereich ist in der Regel zwischen 5 und 10% für den Normal-User, und für die Allianz ist der 5 und ein bisschen drunter. Das Ding ist, wenn ihr eine Stunde fahrt, wollt ihr auch eine Stunde durchkommen und nicht rumrudern. Also sollte das nicht so aussehen, weil da bin ich in eine Box gefahren übrigens. Wir sind gestartet mit einem COG von 8,5, Runde 2, ne, 8,6. Und da das Heck immer leichter wird, sind wir bei Runde 34. War die letzte laufende Runde. Sind wir dann nur noch bei 6,8. Das ist das Problem, das Auto wird leicht und verschiebt sich in der Höhe. Und ich sag mal, wenn ihr vorher recht angenehm gefahren seid, wird es ja immer hässlicher. Wenn ihr aber am Anfang schon hässlich fahrt, wird es am Ende noch hässlicher. Und dann habt ihr hier vielleicht einen Wert von 4, wenn ihr damit klarkommt nach einer Stunde. Ich nicht. Nicht mit diesem Auto. Mit einem Porsche vielleicht eher, aber ja. Weil der halt der Radstand ein bisschen kürzer ist. Gut, also gucke ich mir erstmal die Gerade an, dann bin ich bei 7,6. Okay, kurz reflektieren, eine Runde, eine Kurve, die recht eben ist und nicht abfällt irgendwo, wäre bei Nürburgring hier oder hier. Dann gehen wir mal wieder raus in die Runde rein, das wäre dann... Da. Jetzt suche ich mir hier aber. Da suchen wir noch ein Stück ran. Wir haben ja hier so Striche. Ich fange ja irgendwann an zu bremsen und fange an, so wie hier, schon zu lenken. Ich habe mir immer so gesagt, 10% im Lenkrad, 10 Grad im Lenkrad ist nichts. Sag ich 20. 20 Grad, ziehe den rechts rüber, habe ich den ersten Startpunkt von der Kurve und jetzt suche ich mir den Exit mit 20 Grad. Und ziehe den nach links auf. Da habe ich dann ein COG in dieser Kurvenfahrt von 57,4. Das bedeutet, im Vergleich Suspension Load, vorne zu hinten sind 57%. Lädt er hinten mehr. Man müsste ihn jetzt ein bisschen steifer machen. Weniger laden lassen hinten. Also laden, ja. Weniger Suspension Load hinten oder mehr Suspension Load vorne. Wie erreiche ich das? Indem ich entweder vorne die Feder, also mehr Suspension Load bedeutet
mehr Feder, tiefer und vielleicht sogar noch den ARB vielleicht härter machen. Dann würde die Zahl oder der Wert hier, die Werte werden hochgehen. Und hinten, um die Zahl tiefer zu kriegen, gehe ich hoch oder ich werde weicher. Dann lädt er weniger. Vielleicht kann man sogar drüber nachdenken, dass man die Dämpfer hinten weicher macht. So, dann kriegt man erstmal einen vernünftigen COG-Wert und den Unterschied wird man schon merken. Also es sollte diese Zahl plus eine Magic Number sollte da rauskommen. Setzt euch erstmal eine Magic Number von 7 bei 60 Liter oder so. 7 plus euren COG. Und dann wird das schon erstmal eine erste Richtung. Und ein Fahrverhalten kann man ja auch, sag ich mal, über ein ARB, also Kurvenfahrt zum Beispiel, ARB vorne und hinten verändern. Sag mal, wenn ihr in Kurvenmitte bis zum Ausgang untersteuern habt, macht ihr entweder hinten den ARB weicher oder vorne härter. Oder eben andersrum. Wenn ihr übersteuern habt, hinten härter oder vorne weicher. Damit regel ich mein Fahrverhalten im Kurven, in der Kurve. Dann gibt es noch die Option Toe. Je höher der Wert, also hinten zum Beispiel ist, desto mehr folgt das Heck der Front. Desto ekelhafter wird es vielleicht. Vorne geht ihr mehr Richtung 0, geht der stärker in die Kurve rein, weil das Rad mehr gerade ist und nicht nach außen guckt, zur Front gesehen. Ja, das wäre das. Was haben wir noch? Ja, ich habe hier bloß mal einen Lateral Load Transfer errechnet, wohl ihr merkt. Ja, Daniel. Das. Des Weiteren, Rake, ja. Um zu sehen, ob die Rake nicht zu hoch ist oder ihr zu tief seid oder so, sollten solche Spitzen zum Beispiel nicht entstehen. Die sollten nicht dauerhaft da sein. Mal eine Spitze ist nicht das Problem, weil wenn ich da auf den Curb fahre rechts und wieder runterfahre, dann schlägt er eben doch mal kurz durch. Wenn ist das so. Wenn ihr irgendwo auf einer Gerade fahrt, dann sollte er, ich sag mal, recht zügig in der Ebene dastehen. Also, wenn ihr raus, ihr fahrt in die Kurve, Heck geht nach oben. Und wenn ihr dann wieder raus beschleunigt, geht die ja wieder nach unten. Und dann sollte das schnellstmöglichst wieder gerade sein. Also nicht so schräg gehen, sondern so. Liegen meiste die Magic Number Sprünge? Naja. Was haben wir noch? Immer noch was? Mal. Die wird nicht passen. Nee. Wenn du hier Sprünge drin hast, musst du bloß mal auf deine Zeit gucken, ob du da wieder aus der Box gefahren bist, Nils. Und wenn du da wieder rausgefahren bist oder deine Zeit war einfach zu langsam, weil du irgendwo einen Dreher hattest oder dein Heck so dermaßen kam, dass du gut gegenlenken musstest. Also das merkt man schon dann. Weil die Zahl errechnet sich auf die komplette Runde.
Also diese Zahl hier. Die errechnet sich auf die komplette Runde. Wenn du natürlich direkt mit 5 oder 6 in der Zahl startest, dann ist es an deinem Setup. Nur sage ich dann immer, weiterdenken. Nach hinten. Zum Ende hin. Von deinem Tank. Weil die Zahl wird weiter runtergehen dann. Ach so. Dann gibt es hier noch so schöne Sachen. Um mal einen Eindruck zu kriegen. Ach, jetzt geht das wieder los. Erklärbär. Hier ist ein blauer Strich. Der blaue Strich sagt aus, alles was da drunter geht, ist ein Abriss des Grips. Da seid ihr einfach zu... Mehr kann der Reifen gar nicht. Also alles, was da drüber ist, kann der Reifen. Und alles, was da drunter ist, nein. Da macht er nicht mit. Der Grip reißt dann ab. Deswegen geht er dann unter 9000. Es ist aber der gesamte Tire Load, also alle vier Räder. Hier sind wir zum Beispiel drunter. Hier müssen wir eigentlich, warte mal, war das hier? Irgendwo ist hier was schief gegangen. Hatten wir kein stehendes Rad oder hatten wir ein stehendes Rad? Na doch, wir hatten ein stehendes Rad, 25,2. Also rechts vorne, erste Kurve halt. Das siehst du dann direkt, dass du hier irgendwas nicht richtig war. Der Strich sollte minimal drüber oder sogar drauf. Er kann auch mal ein bisschen schwanken, aber halt nicht komplett drunter sein. Wenn er jetzt, wenn wir jetzt weiter nach rechts scrollen, ja, dann sind wir recht gut dabei am Maximum. Stellenweise wieder zu wenig. Das ist, glaube ich, eine Verzögerung hier. Ja, genau. So scrollen übrigens mit Shift und Pfeiltaste. Torque. Torque ist... Oh, wann war das denn wieder? Guck ich gleich nochmal nach. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja, Drehmoment, nicht direkt Drehmoment. Oh, sorry. Nicht direkt Drehmoment. Das ist komplett Chassis-Steifigkeit mit Querbeschleunigung und alles sowas. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell finde. Das, nee, das ist es nicht. Talk. Okay. Heißt, das Drehmoment, das während der Kurvenfahrt auf das Fahrgestell wirkt. Es hat was mit Drehmoment, ja, klar, Torque. Ist Drehmoment, ja. Aber was während halt in der Kurvenfahrt auf das Fahrgestell, auf das komplette Fahrgestell wirkt. Kann man errechnen.
Richtig geil. Mag's ja doch gleich gefunden. Schön. Das sind Newton. Kann ich das hier direkt auswählen noch? Ne. Mache ich mir mal irgendwann noch einen Zettel. VF Distance ist die vertikale. Oder sagen wir mal, der vertikale COG auf der Frontachse. Und VR ist halt Hinterachse. Also COG Vorderachse und Hinterachse. Da kann man dann sehen, wie sich der COG hinten nach oben schiebt. Und wenn ihr hier in dem Bereich hin wollt, dann müsst ihr mit dem Heck noch viel weiter höher gehen. Ja, das sind, ist eine gute Kontrolle, ob ihr zu krass hochsteigt hinten beim Bremsen. Oder ob es waagerecht ist. Oder naja, waagerecht. Oder ob es eine Höhe hat. So, das haben wir, das haben wir. Das ist ein Overall Grip hier unten, das rote. Bremsen. Und Lenken kommt dann dazu. Habe ich mit eingebaut, weiß ich noch nicht. Vielleicht braucht man das auch nicht wirklich. Suspension. Nee. Wo sind wir denn hier gerade? Suspension Histogramm. Gibt's da Fragen? Im Prinzip Suspension Histogramm guckt man sich über mehrere Runden an, wenn man einen besseren Mittelwert findet. Ja, richtig, Daniel. Nicht 20, 30, 30, 20. Ja, 20, 30, 30, 20. Für der Stuss. Nee, 60, 90, 60. Nein. Die Spitzen hängen immer, also ihr könnt hier anvisieren, was ihr wollt. Wenn ihr Bathurst fahrt, werdet ihr nicht auf eine Zero-Note von 8 kommen. Das könnt ihr vergessen. Der wird höchstens bei 6 oder 5. So hart könnt ihr gar nicht werden. Erstens ist zu hart auch nicht gut für den Reifen. Weil je härter ihr auch mit der Suspension seid, desto mehr Abrieb habt ihr auf dem Reifen. Sprich, ihr könnt nicht so lange fahren. Bezieht sich mehr so Richtung 2019er Bob-Reifen. Ja, 2020, der macht ja allerhand mit. Also je weicher ihr im Suspension seid, desto länger hält auch euer Reifen. Nö. Zero-Note ist nicht für alle Autos gleich. Ihr fahrt ja alle eine andere Höhe. Der Dämpfer hat ganz anders zu arbeiten, das Gewicht ist ganz anders vom Auto. Achso, wenn ihr übrigens mal wissen wollt, wie das aktuelle Gewicht auf der Strecke ist von dem Auto, hier oben. Und dann mal runterscrollen. Da steht's. Ist für jede Strecke anders. Meistens. Also ich habe es bisher immer so gehalten, vorne
Ein wenig höher als hinten, die Zero-Note. Also das ist das in der Mitte, das Gestrichelte. Ja. Wie gesagt, Bratwurst ist meistens so um die 5. Was haben wir noch? Ach, Silverstone ist genauso beschissen. Dann komme ich auch nur hier so irgendwo hin. Geht gar nicht anders. Kriege es nicht hin. Aber da gibt es ja auch eine Sache, die auch nur die ERC-Leute wissen. Ja, ist ein kleines, ist ein Geheimnis in den Dämpfern. Ihr werdet irgendwo feststellen, dass was abkackt und das andere geht nach oben. Dämpferverhalten ist klar, diagonal. Rebound hier hoch. Dann geht er hier ein bisschen runter. Wenn du hier hochklickst, geht er hier ein bisschen runter. Genauso wie beim Pump. Ja. Ja. Ansonsten guckt man sich sowas halt über mehrere Runden an. Es sollte so sein, dass die Zero-Note rechts wie links die gleiche Höhe hat, damit der Dämpfer in derselben Range arbeitet. Wie gesagt, hinten habe ich es hier ein bisschen tiefer eingestellt, das auch nicht überall gleich. Manchmal bin ich auch fast identisch hoch. Wenn man sich so eine Auswahl jetzt aufgezogen hat zum Beispiel, kann man sich auch die FFTs angucken. Vielleicht habt ihr schon mitgekriegt. Ja, das muss man sich austesten, die Suspension. Heißt fahren, fahren, klicken, klicken, fahren, fahren. Und wieder klicken. Kann man nebenbei machen, wenn man den anderen Kram einstellt. Immer ruhig wieder korrigieren. Fährst 5 Runden, guckst wieder drin, passt alles an, gibst alles ein. Guckst das, was du eigentlich gucken willst, und zum Schluss guckst du in eine Suspension-Histogramm und denkst ja, what the fuck. Okay. Dann da wieder 2 Klicks hoch, auf dem anderen wieder 2 runter im Rebound. Oder andersrum. Hinten schnelle Dämpfer macht man ja so à peu, wenn man die langsam eigentlich hat. Ja, genau. 5 Runden ablegen. Da, wo sie aktuell bei mir sind. Vorne 5 bis 6,5. Und hinten um die 8. Wird aber auch von Strecke zu Strecke unterschiedlich sein. Ja, es hängt aber auch manchmal vom Auto ab, ne? Also man kann, ich habe Strecken, da habe ich die vorne und hinten zum Beispiel auf gleicher Höhe, auf 6 ungefähr, glaube ich, war das. Dann gibt es Strecken, da war es auf stellenweise bei 4 auf gleicher Höhe, vorne und hinten. Aber das Histogramm sah nicht annähernd so aus, sondern vorne bei 7, 6 so irgendwo und hinten vielleicht bei 6. Trotzdem waren die FFTs im Prinzip hier so. Also die 6 hat nichts mit der 6 zu tun. Die 6 in der Suspension ist so. Die Zero Note hat nicht. Die 6 hat nichts mit der hier zu tun. Also hier stellst du eigentlich fest, ob du zu tief bist oder zu hoch. Zu hoch, dann werden die hier irgendwo. Zu tief ist er hier oben irgendwo. Zu weich ist er hier oben irgendwo. Zu hart ist er hier unten irgendwo. Hat wenig mit Feder zu tun, sondern mehr mit Dämpfer. Dämpfer und Fahrwerkshöhe.
Ja, dann habe ich noch ein Chassis-Roll eingebaut. Hier muss man aufpassen. Man hat hier oben so einen Play-Button. Es hängt von eurem Fahrstil ab, wie weit ihr reinbremst. Hier sind die Zahlen zu der aktuellen Position. Wir gehen mal auf Anfang. Gib mir mal hier irgendwo. Hier. So, das ist der Start. Ich hoffe, man kann die Kreuze sehen. Welchen Wert die FFTs beginnen, ist das wichtig? Tja, das ist unterschiedlich. Hängt alles von der Strecke ab, wo die einsteigen. Das ist echt unterschiedlich. Das ist manchmal tiefer, also weiter hier unten. Manchmal ist es hier oben, steigen sie ein. Das habe ich noch nicht rausgefunden, warum. Ich sag mal, das hängt von der Strecke ab. MR, du meinst Mittelmotor und Heckmotor? Vielleicht sogar Heck. Heck und Mittelmotor, vielleicht sollten die ein bisschen dichter zusammen sein. Also der Abstand davon. Der sollte vielleicht der ein Stück tiefer sein und der ein Stück höher. Aber da kann man sich ausprobieren. Ich fahre ja kein MR, also Mittelmotor und Heck. Ist das nicht mehr so, brauche ich nicht. Kann man sich ausprobieren, aber vielleicht kann man die auch beide zusammen auf eine Höhe fahren, generell dann. Ja, würde ich erstmal so angehen. Kann man ja immer noch, indem man die Dämpfer nach oben schraubt. Ja, wenn du das hier nach oben arbeitest, sag ich mal auf kurz über 6 oder so wahrscheinlich, reicht schon. Nee. Oh, wo ist das denn da? So, jetzt haben wir gerade eine Kurvenfahrt. So, wir haben jetzt eine 6,16 zu einer 5,40. Das rollt also hinten weniger. Wir haben keine Eingabe aktuell, okay. Wenn hier wieder eine Eingabe kommt, also bremsen oder Gas geben, dann ändert sich auch der Winkel wieder hier. Also man kann hier im Prinzip mehr oder weniger vergleichen, so Unterschiede von Runden. Was rotet vielleicht irgendwo und nicht nur blau und lila. Ja, weiß. Ist ja so mehr oder weniger die letzte Runde, bevor ich in der Box gefahren bin, aber da fehlte mir schon Grip. Da bin ich mehr gerutscht als gefahren. Ja, sieht man. Aber welchen Wert man da anstreben soll, also was ich bis jetzt so erfahren habe, ist vorne 4 für Frontmotor und dann das Heck irgendwas um die 0,35 irgendwie so. Wenn wir mal hier hinklicken, was haben wir hier für Zahlen? Was haben wir da? Naja, oder was mit Tiefe 0,3 hinten und vorne um die 0,4. Ich glaube, das hängt auch noch ein bisschen was von der Strecke ab und wie stark du den AB eingestellt hast und deine Federn arbeiten und alles sowas. Der Sturz. Um nicht Sturz zu sagen.
Ja, dann könnte man noch gucken, wie gut du die Runde gefahren bist. Zum Beispiel über den Traction Circle. Ja, das ist ein Doppelkreuz. Ich weiß nicht, wer das schon. Wir hatten das schon mal alles gesehen, außer die ERC-Jungs. Hi, Justin. Verstehe ich nicht. Selbst schuld? Du bist doch im Homeoffice. Also mehr in der Waagerechten ist er. Ja, Motik kann auch Arbeit machen. Die ersten Rechnungen für ja, also für Roll, Kurvengeschwindigkeit rollen. Nicht rollen. Oh. Ah. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht Pitch, sondern Yaw, oder wie das heißt. Ja, also gibt's zudem keine Fragen. Gut. Was haben wir noch in dem Board? Ja, hier drinnen Tire Pressure. Ist nicht besonders, nur dass wir hier einen Druckverlust angezeigt bekommen. Kann man sich oben mal aufziehen, wo der erste anfängt. 013 sieht man hier unten dann. 013. Man kann auch hier diese Tabelle benutzen. Da hat man erstmal hier den Druckverlust. Welche Runde war es? 9. 8. 8. Hier steht die 013. Dann sind wir Runde 34, war die letzte gezeitete Runde. Also man kann die ganze Tabelle, kann man sich exportieren mit Rechtsklick. So. To Clipboard, Excel aufmachen, einfügen. Und dann kann man sich den Schnitt ausrechnen oder die Gesamtsumme ausrechnen, die man versaut hat. Wenn man weiß, dass man, wenn man aus der Box fährt, die erste Runde nicht irgendwo off-track war. Ansonsten muss man die händisch nachtragen in der Tabelle. Damit man sich schnell mal einen Überblick verschaffen kann, wie viel fehlt denn zu denen. Das sind die Durchschnittstemperaturdrücke von den Runden. Da kann man auch mal schön sehen, wie sich der ganze Kram so verändert. Von angenehm warm, wo der Druck nicht gestimmt hat. Auf der linken Seite, auf der rechten war richtig. Linke Seite war scheiße, hier war auch nicht, war nicht schön, um nicht scheiße zu sagen. Und dann nahm es ab. Und irgendwo haben wir dann mal hier zum Beispiel hier ist was drin. Hier nicht. Das haben wir gewechselt. Ja, so kann man sich zum Beispiel das angucken. Was haben wir noch? Brake Temp Balance. Ist die Balance der Temperatur. Also, sagt ja der Name. Die Bremstemperatur, die Balance. Also, ich halte sie meistens so um die 58%. Vielleicht sogar ab und zu bis zu 56 runter. Max-Werte beachten. 650 vorne, 450 hinten. Hm. Ist vielleicht uninteressant, wenn einer wissen will, was sie... Eine 54284 wäre drin gewesen. Ja. Eine Übersicht über die Rake. Also in dem Falle guckt man einmal hier hin und dann sagt man sich, alles klar, was unter 0 ist, ist scheiße. Kann
kann man sich das doch mal so ein bisschen ausmachen. Was alles, was gelb ist, bis rot-orange. Und dann guckt man mal so rein. Ja. Es fehlt nur Stellen, nur hier fehlt einer was. Ansonsten eigentlich nicht wirklich. Ach ja, und noch was, bei der Rake fällt mir gerade ein. Hier ist ein Nullstrich. Hat man, glaube ich, neulich erst Ferrari, glaube ich, war das. Da war der hier unten. Also das Grüne und das Rote, das ist ein Winkel und das ist die Millimeter. Der war unter der Null. Ja, dann ist das so. Also die Null ist, heißt nicht, dass ihr da durchschlagt auf Boden oder so. Das ist nicht richtig. Also das stimmt nicht, was der dann hier anzeigt. Ihr müsst euch das Gesamtbild angucken. Hat er ja gesagt, ihr sollt gucken, wie die Spitzen hier nicht so oft kommen. Ja, Track Report. Wenn ihr jetzt hier mal gucken wollt, zum Beispiel hier. Bremspunkte, Gaspunkte. Ja, kann man sich vergleichen. Was haben wir hier noch? Ich denke, das Gelbe, ist das bei jedem klar, was das Gelbe ist? Unter 0 ist Understeer und über 0 ist Oversteer. Man kann sich die auch ausschalten, wenn es zu bunt ist, mit STRG H. Dann hatte ich ein bisschen übersteuern und meistens, wenn, dann untersteuern. Aber das ist ja normal untersteuern. Da ist auch ein blauer Strich. Wenn es zu krass nach unten durchguckt und du keine Spitze mehr siehst, dann musst du definitiv was ändern in deinem Fahrverhalten vom Auto. Bumpstop rausnehmen als Beispiel. AB vorne härter machen. Rake anpassen, nach oben, hinten, hoch. AB hoch, hinten, damit du nicht gleich wieder in Schlingern kommst. Vielleicht den Diff ein bisschen hoch. Ruhig mal über 100 gehen. Ja. Zum Beispiel. Ich hab einen Corner-Radius mit eingebaut. Das war auch eine Riesenrechnung. Denn lesen, das ist ein Radius, ja. Also ein Durchmesser von 17 Meter Kreis würde der Bentley jetzt hier aktuell fahren, also schaffen am engsten. Das sind die Winkel, die man ein, also die maximalen Winkel, was das Rad außen lenkt und was das Rad innen lenken kann, weil Ackermann-Faktor. Und dann habe ich darunter jetzt den aktuellen Rad, also den aktuellen Winkel zu dem Steering. Ja, und hier unten, also da bin ich jetzt dran erst. Das ist eigentlich erstmal noch nur da. Ja, das war das. Was haben wir hier noch? Das ist, ja, dann haben wir hier noch unten Diff. Also solche Sachen hier unten lassen sich nicht verhindern. Das kriege ich nicht, ja, wie soll ich sagen, rausgearbeitet. Weil das ist eine leichte Kurve. Das ist wirklich nur eine ganz leichte Kurve. Und da geht das Diff wohl angeblich rein. Glaube ich nicht. Spitze nach unten ist durchdrehen. Spitze nach oben ist blockieren. So wie hier. Blockieren. Wenn mal was nach unten geht, so wie hier, ist das entweder eine Kurvenfahrt oder ihr habt, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wo sind wir denn da? Stehendes Rad vorne links. Irgendwo gab es bei mir mal, war das hier? Ich weiß es nicht. Irgendwo hatte ich auch mal vorne, dass da was nach unten ging. Aber auch, ja, bin ich wohl gesprungen. Kommt auch mal vor.
Und wenn ihr irgendwie was vergleichen wollt, Runden miteinander vergleichen wollt, dann gibt es hier zum Beispiel noch eine Input-Seite. Gang, Strecke. Ihr könnt die auch wegmachen mit dem X hier. Was ist das? Die ist immer da, die ist nicht immer da. Und dann könnt ihr hier eure Eingaben vergleichen. Hier, Break Throttle. Ah, erzählt mal was hier. Habt ihr Fragen? Irgendwo speziell? Raus damit. Alter, überlegt euch was, ich bin gleich wieder da. Microphone activated. Microphone muted. Bumpstop vorne rausnehmen auf jeden Fall als erstes und erstmal ein paar Runden drehen. Dann hast du erstmal die aktuellen Werte. Dann kann dein Suspension vorne arbeiten. Suspension oder Load. Tire Load. Mehr oder weniger Tire Load, nicht Suspension Load. Um dein COG rauszufinden, ob du richtig auf dem Weg bist.
Ja. Und dann halt anpassen, deine Rake. Ob du hinten weniger laden musst, mehr laden musst. Zu viel Bumpstop, zu wenig Bumpstop. Siehst du eigentlich daran, wenn du eine Gerade aufziehst, so wie jetzt hier statt Ziel, solltest du am Anfang nicht sofort im Bumpstop kommen, sondern mehr so ab der Hälfte solltest du langsam anfangen. Dann ist es auch wieder streckenspezifisch. Die ist ebener als zum Beispiel Brands Hatch oder Olden Park. Olden Park ist dann wieder so eine andere Sache. Da willst du, dass die Suspension schnell wieder reagiert. Also wenn sie komprimiert wird, dass der Rebound eben schnell wieder draußen ist. Der unterstützt halt der Bumpstop ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ganz schön. Aber man kann es auch übertreiben. Also nur im Bumpstop fahren ist nicht vorteilhaft. Weil Suspension Load und so, ne? Mehr Fragen gibt's nicht. Los, haut raus. Die Stiffness Distribution ist im Prinzip dein COG, den du eigentlich anvisierst. Also nicht anvisierst, sondern die Stiffness guckst du dir eigentlich in der Kurvenfahrt an. Speziell, wenn du reinfährst in die Kurve, wie steif dein Auto vorne ist. Und sollte dann eigentlich so beim Bentley, wir sind ja 48 COG und sollte dann eigentlich bei der Stiffness um die 48, meistens bei mir 46. 46, 47, je nachdem. Hängt doch von der Kurve ab. Danke, Pixel. Also, ich kann auch gerne mal zeigen, ich habe zum Beispiel eine Höhe errechnet von dem COG. Aber jetzt ist das unsere Rechnung. Ich habe eine Höhe für den Bentley errechnet und habe die erstmal, lass die so stehen. Irgendwann, denke ich, kriege ich das hin, dass ich für jedes Auto die richtige COG-Höhe ein- oder bereitstellen kann. Ich zeig mal, woran das oder was das für eine Rechnung ist. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Alter. Ja. Falscher Monitor. Das ist die errechnete COG-Höhe. Ja. Das hat mich schon alleine 3 oder 4 Tage Nerven gekostet. Nur um diese scheiß Höhe rauszukriegen. Ist machbar, aber ist halt nicht der eigentliche Weg, weil ich habe das Auto ja nicht in der Hand oder kann es hochheben hinten, um den Punkt zu verschieben. Also muss ich das aus dem Spiel rausmachen und so. Dann über den Suspension Load regeln und errechnen. Die Gewichtsverteilung neu berechnen.
Nee. Nee, ach Quatsch. Es gibt gute Seiten, wo man sich belesen kann. Dann gibt's gut Bücher. Ach so, ja, wenn man die den Sheet haben will. Ist doof, Mann. Den Sheet kann man sich hier für einen kleinen Obolus erwerben. Also ich habe mich jetzt mit Motec seit letztem Jahr März exzessiv auseinandergesetzt. Es war ein Kampf und Krampf. Am Anfang war es sehr viel, viel lesen. Viel, 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 ganz viel. Wenn du dann die ersten Werte errechnet hast, dann kommt dann nachher so eins ins andere und dann kommen noch mehr Werte und noch mehr Werte. Noch mehr Rechnungen. Und dann musst du den großen Schritt machen, die COG-Höhe errechnen. Damit du dann den nächsten Schritt machen kannst. Ja. War eine krasse Sache. Naja, Pixelik hatte letztes Jahr ein bisschen Zeit. Und durch Raten irgendwas einzustellen, hatte ich keinen Bock drauf. Ja, ich sag mal, bei uns im TS kommen ab und zu doch Fragen auf von Leuten, die halt anfangen oder ab und zu auch Leute, die schon ein bisschen dabei sind. Und dann irgendwann denkt man sich, ja, ich kann es noch 20 Mal erzählen und dann kommen wieder Leute und wollen es wieder wissen und dann erzähle ich es das 21. Mal. Dann mache ich mal so eine Session hier. Da kann sich das jeder nochmal angucken. Also das schiebe ich dann auch nachher rüber, den Stream auf YouTube, auf meinen Kanal. Für den Fall, dass wir dann irgendwann nochmal eine Session machen, wenn hier was dazugekommen ist. Also das A und O ist echt das Eingeben. Die Daten eingeben hier. Das ist das A und O. Sonst funktioniert es nicht. Ja. Also ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, dass das alles richtig ist. Aber ich habe es mir halt nur logisch vorgestellt. Die brauchst du nicht mehr, die Excel.
Die kannst du getrost beiseite legen, kannst du löschen oder ausdrucken. Was machst du jetzt alles hier drüber bei der Mathematik? Also die Punkte zum Beispiel sind nicht optimal, die drei. Der ist nicht optimal. Der auch nicht. Das sind alles so die harten Anbremspunkte, die man hätte anders setzen können. Sprich weiter nach außen. Als Fahrersache hier. Hier siehst du, ob du dein Maximum ausschöpfst. Was könnte man noch gucken? Schnelle Dämpfer zum Beispiel. Das stelle ich meistens so ein, dass so eine rote Linie nicht großartig überzogen wird. In einer normalen Geradeausfahrt zum Beispiel. Und da muss man natürlich auch. Ja, genau. Ob das überhaupt am Limit fährst. Weil du erkennst irgendwo nachher. Also man muss sich hier so einen Kreis, Kreis, außen hoch, außen rum vorstellen. Da sollen die Punkte alle hin. Es gibt aber halt auch, du kannst nicht alles im Maximum fahren, das ist kein Formel-1-Auto. Wo die Punkte grundsätzlich am Außen am Limit sind. This product is brought to you by Unknown Brain. Thank you for listening. Love you all. Ja, hier könnte man zum Beispiel noch ein bisschen am schnellen Rebound arbeiten. Muss man aber eben doch gucken, was da passiert ist. Hier unten. Aber die Map kann man nicht ranzoomen. Das ist schade eigentlich. Dann bräuchte man die andere nicht einbauen. Ah, ein bisschen Fast Rebound. Wie gesagt, Shift und Pfeiltasten. Das geht alles noch. Rechts hinten. Das ist einmal Curb gefahren und von links runter. Das ist einmal rauf und hier ist es wieder runter. Curb. Also Kompression ist wieder nach oben. Und nach unten ist der Rebound. Wenn du den Wert erhöhst, dann wird die Spitze hier weiter weg. Also jetzt hier in dem Fall wird sie nicht weggehen, weil du hier vom Körper runterfährst. Aber ja, du willst ja eigentlich, dass die wieder abflacht, die Kurve. Die soll kurz hochgehen und dann soll sie sich wieder fangen. Hängt dann davon ab, ob dann danach wieder ein Huckel kommt oder dann wieder einen kriegt. Dann kannst du es noch begrenzen. Bump Stop. Damit es nicht ganz so schlimm wird. Ja, hier zum Beispiel gehen wir kurz drüber und dann. Naja. Könnte noch ein bisschen was hier brauchen. Gerade Ausfahrt. Es wird Anbremsen sein. Ja, man muss immer auch gucken, was für ein Zoom-Level man hat, weil 32,15 unten
45 Meter. Ja, ist ja ein Begrenzer. Der Bumpstop ist ein Begrenzer. Den kannst du dir noch in der Härte verstellen, wenn du jetzt irgendwo großartig drüber räubern willst. So wie manch einer Monster komplett hochlegt die Karre und dann über alles drüber poltert. Ja man, Monster Truck. Er hat er komprimiert, dann hat er begrenzt und hat ihn gleich wieder zurückgeschickt. Was? Ach, jetzt sind wir vom Körper runtergefahren. Ach, jetzt kommt ja unsere Kurve hier. Zum Beispiel hier in der Kurve sieht man, dass die Rack erst hoch geht, dann geht sie ein bisschen drunter und dann geht sie wieder hoch. Weil wir diese verkackte Kurve gefahren sind. Vorne vom Plett begrenzt in Rot. Ja, Zahl 1 ist an. Weil es ja. Vielleicht ist es schon aufgefallen. Rot und Orange oder Gelb oder was? Eigentlich Orange. Ist vorne. Und die Blauen sind hinten. Es ist immer die gleiche Farbe. Gleiche Position. Der Right-Height-Split Rear und Front, der errechnet sich wirklich nur Right-Height-Split Front rechts und links. Der Unterschied davon. Im Prinzip kann man auch, wenn man guckt, das ist Bremsphase und dann geht er wieder rein ins Gas. Dann fahren wir den, ja. Dann müssen wir kurz mal lupfen, genau. Weil wir sonst nicht die Kurve kriegen. Oder den Apex treffen. Was hinten Bumpstop erreichen? Wie meinst du das? Ob du den erreichen willst? Ja, das hängt auch immer davon ab, was das für eine Strecke ist. Bumpstop hinten, ja, bedingt. Weil wenn du den nicht fährst, geht dein Heck zu tief runter und deine Aero geht flöten. Sie switchert ja einen dann. Deswegen begrenze ich es ab und zu, dass er mir nicht total abkackt hinten. Damit halte ich die Karre dann auf der Höhe. Weil sonst wäre der hier ja komplett noch mehr runtergefangen. Runtergefahren, nicht gefangen. Ja, dann wäre der wahrscheinlich hier irgendwo, wenn ich keinen Bumpstop gefahren hätte an der Stelle. Hier unten siehst du es ja. Dann wäre der hier irgendwo und dann wäre der wieder hochgekommen. Also das, was man hier sieht, ist für trocken. Für nass ist immer eine andere Geschichte.
Man kann ein Auto so bauen, dass es im Lassen und Trocknen funktioniert, aber dann muss man immer, naja, ein bisschen abwägen. Ein Kompromiss. Sagen wir mal Kompromiss, ja. Du darfst für Regen nicht zu hart sein und für Trocken darfst du nicht zu weich sein. Also irgendwo dazwischen. Alle zufrieden? Nee. Ach du mit deinem Schalten immer. Wo war denn das hier? Runterschalten oder hochschalten? Wo haben wir denn hier die ganze Strecke? Mal gucken, haben wir die ganze Strecke? Gib mir die ganze. Ja, ja, ja. Gang 5. Zwei bis fünf. Eigentlich ist es so, Schaltpunkt sollte, ihr habt ja hier einen Strich. Und wenn ihr schaltet, dann geht er kurz nach unten und dann geht er wieder nach oben. Im Prinzip könnte man sagen, 0,51. 0,53. Es könnte ein bisschen früher sein. Wir haben geschaltet bei... Ja, ist zu spät. Also beim Bentley wären es so kurz über 7200. Ja, runterschalten kannst du ja nicht großartig beeinflussen. Man muss dem Auto eine Chance geben zum Reagieren. Das hängt manchmal davon ab, was es für eine Kurve ist. Also mal gucken da. Ob du erst hart reinbremsen musst, damit das Auto langsamer wird und du dann schalten kannst. Oder ob du direkt beim Bremsen kurz danach schon direkt einmal schalten kannst. Also auch von Auto zu Auto anders. Und dann recht konstant immer einen nach dem anderen runter. Könnte man gucken, ob der Grip relativ gleich bleibt. Wo war er drinne? War er hier drinne? Nee, war hier drinne. Steuerung H. Ja, dann kommt schon der Lenkbefehl. Lenkbefehl kommt. Ja, und dann nimmt er wieder ab. Also, dann kommt der Kurvenfahrt. Hätte vielleicht noch ein bisschen besser laufen können. Ah, hier habe ich wieder mein Gas nicht losgelassen. Oder? Nochmal verzögert wahrscheinlich, weil ich zu früh reingelenkt habe. Ist alles möglich. Man kann halt nicht jede Kurve gleich fahren immer. Oder die Kurve nicht immer gleich fahren. Und du kannst auch hier gucken. Aber, also diese, ich weiß nicht, die Seite ist für mich nutzlos und ich weiß nicht, wie ich diese lesen soll. Die Seiten sind wichtig hier.
Ja. Sonst noch irgendwelche Sachen offen erstmal? Irgendwelche Sorgen, Nöte, Anträge, wie ich sehe, keine. Na, siehst du, eine Stunde, 40 Minuten. Hat eine Überforderung im Datenspeicher? Muss mal wieder aufräumen. Du musst was rauslöschen. Nur nicht das von Motec. Arbeit ist unwichtig, ist nebensächlich. Das ist wichtig. Ja, ich sammle auch Daten. Daten, Daten, Daten. Immer rein. Und das, was ich nicht brauche, kommt weg. Wie laufen oder so. Das ist ja... Gehen ist überbewertet. Es geht nur ums Fahren. Ja, Mann. Ja, müssen wir eh bestimmt bald Steuern drauf zahlen. Ach ja, und dann gibt's, ach ja. Mir fällt gerade ein, hier gibt's ein Aerogate. Ich glaube, das waren 120? Ja, ich glaube, bei 120 setze ich ja Aero ein. Um schnell mal zu sehen, wie viel nicht Aero-Sachen man hat auf der Strecke. Gibt's einen roten Strich. Alles, was da drunter ist, ist mechanisch. Die weißen sind... Ah, ja, noch was. Auch ganz einfach. Ganz einfach. Hier sind so Strecke, weiß ist meistens eine Kurve. Das ist ein Kurvenbereich. Einmal doppelklicken. Dann haben wir Turn 2. Halt, stopp. Ja, das ist der Bereich hier. Wenn man da wieder raus will und zur nächsten Kurve, nach links rüberziehen, dann scrollt er alles, was rechts von diesem gelben Strich ist, scrollt da rein. Doppelklick, nächste Kurve hier. Nur ganz leichtes Untersteuern. Zu spät gebremst. Ist dann so. Ja, deswegen kann man dann, da kann man eben gucken, was alles mechanisch ist und was alles mechanisch. Ah, teilweise mechanisch. Mechanisch, mechanisch. Nicht mechanisch. Ja. Mechanisch. Aero. Aero, wenn man schnell genug ist. Hoch. Ja, das ist dann noch die letzte Kurve, die mechanisch hat. Ja, Leute, gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt. Mir fällt jetzt erstmal nichts ein, was ich euch noch erzählen kann.
Gerne. Gerne. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, ein bisschen was zu verstehen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Und wenn ich mal wieder eine Motrix-Session mache, dann erfahrt Adat. Bis dann. Rust.